wie Kirche. Das kirchliche Magazin für den Kreis Recklinghausen mit Oliver Kelch. Der Stammbaum Jesu. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ja, so klang es am 18., 19. September in dem Matthäushaus in Hochlar und in der Markuskirche in Recklinghausen Innenstadt. Die Recklinghausen Bibel Teil 1 und 2 wurden aufgezeichnet und im Laufe der Sendung hören wir hier bei KW Kirche exklusiv schon mal in die ersten Töne hinein. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist KW Kirche. Aram zeugte den Aminadab. Aminadab zeugte den Nachschon. Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. I still have faith in you. I see it now. Through all these years that faith lives on. Somehow there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I will say I never really thought I'd it is to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me? Thank you.
it stands above the crazy things we did. It all comes down to love. Do I have it in me? KW Kirche. Wir sind ausgezeichnet. We were never meant to be. Wake me up when this is over. Cut me off so I can heal. Drunk on love like we were never sober. I knew I had to let it be. I'll be alright. It's gonna hurt me for a while, but I'll be fine. I might go crazy and I fall into the night. KW Kirche. Unser Blick in die Bibel. Alle Farben sind das. All white. Ja, nicht nur alle Farben, nein, auch alle Politikerinnen und Politiker können jetzt durchatmen. Die Bundestagswahl ist gelaufen. Und alle die, die bei der Recklinghausen-Bibel dabei waren, können auch durchatmen, denn Teil 1 und 2 sind geschafft. Teil 3 und 4 folgen im November. Ja, 18., 19., September, da war es soweit. Zunächst im Matthäushaus in Recklinghausen-Hochla, da ging es natürlich um das Matthäusevangelium und einen Tag später ging es dann um das Markusevangelium. Beide Veranstaltungen, beide Aufnahmen dauerten etwa 3 Stunden. Es ging immer los um Punkt 11 Uhr und beide Male hat unsere Planung, die wir für die Aufzeichnung berücksichtigt haben und vorgesehen hatten, auch wunderbar geklappt. Und es waren so viele begeisterte Lektorinnen und Lektoren, jung und alt waren da. Und waren auch alle pünktlich und alle haben sie fleißig zu Hause geübt und das hörte man auch bei den Aufzeichnungen. Hören wir mal rein. So klang es unter anderem im Matthäushaus in Hochla, als das Matthäusevangelium gelesen wurde. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen, geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.
Auch wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben. Ja, und auch das Markus-Evangelium am Sonntag drauf war in knapp 3 Stunden im Kasten, aufgezeichnet, wird jetzt digital nachbereitet und kommt dann on air hier bei uns, bei KW Kirche auf der Website und als Podcast an Heiligabend raus. Ab Heiligabend kann man sich das Ganze dann anhören, downloaden und immer wieder mitnehmen. Und es kommen noch 2 Evangelien hinzu. Nach Matthäus und Markus werden nämlich dann Anfang November noch Lukas und Johannes aufgezeichnet. Und der Zuspruch von fast 300 Bürgerinnen und Bürgern lässt uns einfach keine Ruhe. Wir werden wahrscheinlich das Ganze fortsetzen. 2022 geht es dann unter anderem an die Offenbarung. Und es gibt ja auch noch jede Menge Briefe der Apostel in der Bibel. Wir bleiben also dran an diesem Thema. Ach so, Markus-Evangelium, das noch zu sagen, beziehungsweise da nochmal reinhören? Bitteschön, exklusiv, so klang's in der Markuskirche am Westerholter Weg. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute waren fassungslos vor Entsetzen. Alle sahen ihn und erschraken. Doch er begann mit ihnen zu reden und sagte, hab Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen, wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Besonders toll war, einige Personen sind nicht erschienen, das war jetzt nicht so toll, aber besonders toll war, dass dann spontan vor Ort Leute eingesprungen sind, die gesagt haben, okay, komm, dann schnapp ich mir jetzt auch noch diese Bibelstelle und lese die auch für euch ein. Also, allen, die mitgemacht haben, schon mal jetzt einen recht herzlichen Dank. Allen, die noch mitmachen werden, wünsche ich noch eine schöne Vorfreude. In nicht mehr ganz 5 Wochen ist es soweit. Dann machen wir weiter. Anfang November geht es los. Unter anderem in der Christuskirche in Recklinghausen. Alle Infos dazu, auch Fotos, gibt's im Netz auf recklinghausen-bibel.de. Außerdem gibt's das Ganze auch bei Facebook und wir sind natürlich auch im Internet vertreten. Sie wünschen tagesaktuelle christliche Nachrichten, das tägliche Evangelium oder möchten sich über unsere kommenden Themen informieren? Dann schauen Sie auf unserer Webseite vorbei, www.kwkirche.de. Übrigens, Sie finden uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. I'm on my knees, I'm begging you, don't break the heart, this loving you. I'm sitting here in this lonely room, no, there's nothing. Left it's only me and you, holding on to heaven, but the heavens closed down on me. Nothing lasts forever, nothing goes to plan. Don't you lose your grip, be letting go of my hand. 'Cause every single second is a second that we can't get back. All the sirens, I should go, but
of the sirens. I should go, but if this is the end of the line, then hold me close, and we can lay it one last time. Don't slip away, leave me behind. I'm on my knees, I'm begging you. Don't break the heart, just loving you. Try my best, I'm being brave, but this is more than I can take. I'm on my knees, I'm begging you. Don't break the heart, just loving you. Sitting here in this lonely room, no, there's nothing left, it's only me and you. Holding on to heaven, but the heavens closed down on me. KW Kirche. Einfach himmlisch. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, turn you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are ready. Seit gestern, und zwar noch bis zum Tag der Deutschen Einheit, gibt es wieder einen Früchteteppich. Und zwar in der Kirche St. Maria Heimsuchung im Bereich der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus in Herten-Westerholt. Das Konzept wurde erarbeitet. Natürlich ist es notwendig, dass es eine vorherige Anmeldung gibt. Man kann sich den Früchteteppich anschauen, zum Beispiel nach den Gottesdiensten, zum Beispiel noch am 3.10. Das heißt, für die Besichtigung des Teppichs nach dem Gottesdienst muss im Vorfeld auch eine Anmeldung erfolgen. Das Ganze geht übers Netz, stmartinus.de. Ansonsten gibt es zahlreiche Termine, die dauern in etwa eine Dreiviertelstunde. Es gibt eine 15-minütige Einführung, eine 15-minütige Erklärung und 15 Minuten zur freien Betrachtung des Motivs. Infos gibt es im Pfarrbüro St. Maria Heimsuchung unter der Rufnummer 023 66 99 81
0. 023 66 99 810. Der Früchteteppich ist wieder eingezogen in die Kirche St. Maria Heimsuchung in Herten. Und zwar noch bis zum 3. Oktober. It's true, you're there for everybody else. And you forget to think about yourself. And I know that you're doing fine on your own. But this life can get hard sometimes when you feel alone. So if you need a friend, someone to hold your hand, call my name and I won't be far away. Don't matter when or where, just know just call my name. It's true, time can get the best of us, and we just never seem to have enough. But you don't have to fight all these fights all on your own. And if life ever gets too much, you can always come home. So if you need a friend, someone to hold your hand, call my name and I won't be far away. No matter when or where, just know name. Diese Geschichte ist so alt wie die Kirche selbst. Papst Franziskus schließt die Ehe für homosexuelle Paare in der katholischen Kirche weiterhin aus. Die Ehe sei ein Sakrament und die Kirche habe nicht die Befugnis, dies zu ändern, sagte das katholische Kirchenoberhaupt vergangene Woche Journalisten. Meine Kollegin Claudia Wächter in Rom weiß mehr. In der Kirche funktioniert die Homo-Ehe nicht, glaubt Franziskus, und man sollte sie auch nicht zwingen, sich zu ändern. Verurteilen will er allerdings auch niemanden, helfen müsse allerdings der Staat, zum Beispiel eingetragene Lebensgemeinschaften ermöglichen. Vielen Gläubigen reicht das jedoch nicht, und auch bei einem anderen heiklen Thema bewegt sich der Vatikan nicht. Beim Thema Abtreibung, das sei Mord, sagte der Papst. Die katholische Kirche bewegt sich nicht. Thema Abtreibung, Thema Homo-Ehe. Das sind zwei Themen, die Papst Franziskus wohl nicht auf seiner Agenda hat in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Cold heart, heart done by.
baby, just passing through. Wie Kirche ist eine Produktion vom Bürgerfunk Recklinghausen e.V. Sie möchten den Verein unterstützen? Werden Sie Mitglied und fördern Sie den Medienfunk sowie die Medienerziehung unserer Kinder an Schulen im Kreis Recklinghausen. Infos im Netz unter www.bürgerfunk-recklinghausen.de.
Ja, vergangene Woche haben sich auch die Bischöfe der 27 Diözesen aus Deutschland getroffen, und zwar in Fulda. Da wurde eine Menge besprochen, und eins, das ist wohl am wichtigsten, ist, dass es eine bessere Personalaktenplanung geben soll. Die gibt's nun als Reaktion auf den Missbrauchsskandal, der die katholische Kirche ja doch massiv erschüttert hat. In der Vergangenheit seien die Akten oft mangelhaft geführt worden, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, am Donnerstag vergangener Woche zum Abschluss der diesjährigen Herbstvollversammlung. Jetzt liegt eine Grundordnung für die Personalaktenführung vor. Die Standards im Beamtenrecht, im öffentlichen Raum sind wirklich gerecht, sagte Betzing. Diese Personalaktenordnung werde zum 1. Januar in jedem Bistum in Kraft treten. Das Thema Missbrauch lässt uns nicht los, versicherte er. Wir können angesichts dieses dunkelsten Kapitels in der katholischen Kirche in Deutschland nicht zur Tagesordnung übergehen. Also, eine bessere Personalaktenplanung, Führung ist angekündigt worden von der Deutschen Bischofskonferenz. Am 1. Januar tritt sie bundesweit für jedes Bistum in Kraft.
gehen wir ins Kino. KW Kirche präsentiert Kirche und Kino im Cineworld Recklinghausen. Jede Menge Filme haben sich die Mitglieder des Arbeitskreises Kirche und Kino in Recklinghausen angeschaut und angehört. 15 nationale sowie internationale Spiel- und Dokumentarfilme haben es dann ins Programm geschafft. Ins Programm vom 12. Kirchlichen Filmfestival. Das wird, und das ist ein Novum, in Mal eröffnet. Und zwar am Mittwoch, dem 29. September, mit dem Dokumentarfilm Now von Regisseur Jim Rakete. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. Sie sprechen nur über das Vorankommen mit denselben schlechten Ideen, die uns dieses Chaos eingebrockt haben. Das sagte Klimaschützerin Greta Thunberg vor der UN. Auch sie ist zu sehen in dem Dokumentarfilm Now. Hier melden sich junge Klimaaktivisten zu Wort. Ihre Botschaft: Jetzt ist es Zeit zu handeln, damit die Jugend von heute auch morgen eine Zukunft hat. Wie zu jedem Film wird es auch bei Now eine anschließende Diskussion geben. Julia Borries vom Arbeitskreis Kirche und Kino freut sich sehr über die Gäste, die kommen werden. Das wäre zum einen der Eröffnungsfilm. Da freuen wir uns sehr auf Claudia Rinke, die die Drehbuchautorin ist von Now, dem wichtigen Klimafilm, den wir im Rahmen unseres Festivals zeigen. Am Samstagabend werden wir unseren Filmpreis verleihen an Nowhere Special. Auch hier haben wir Umberto Pasolini zu Gast, den Regisseur des Films. Nowhere Special, das ist der Preisträgerfilm in diesem Jahr. Eine besonders filmische Poesie aus alltäglichen Momenten. Es geht um die Frage, was ein Kind bedeutet und was es heißt, ein Kind zu haben. In dem herzzerreißenden Drama von Regisseur Umberto Pasolini sucht ein alleinerziehender Vater nach seiner Krebsdiagnose eine neue Familie für seinen 4-jährigen Sohn. Komm runter, sein Vater schreit. Hier bist du sicherer, an meiner Seite. Nie sahen sie einen Knaben, der so tapfer war. Er winkt seinem Vater von oben gar. Wir garantieren Tränen, aber auch gleichzeitig wunderschöne Momente bei diesem Film. Und deswegen verleihen wir Nowhere Special dem Ökumenischen Filmpreis, weil er ein ganz wichtiges Thema aufnimmt und auch nochmal einen neuen Blick auf Väter richtet. In allen 15 Filmen, die das Festival in diesem Jahr zeigt, spielt die Frage nach dem Sozialen als Basis der Gemeinschaft eine wichtige Rolle. Und es wird thematisiert, was sie gefährdet. Sei es Menschenfeindlichkeit, Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, Antisemitismus oder die Gefährdung der Demokratie, erläuterte Michael M. Kleinschmidt von der künstlerischen Leitung. Die Schirmherrschaft des europaweit einzigen kirchlichen ökumenischen Filmfestivals haben auch in diesem Jahr wieder Präses Annette Kurschus von der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie Bischof Felix Genn vom Bistum Münster übernommen. Sie wünschen tagesaktuelle christliche Nachrichten, das tägliche Evangelium oder möchten sich über unsere kommenden Themen informieren? Dann schauen Sie auf unserer Webseite vorbei: www.kwkirche.de. Übrigens, Sie finden uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram.
Das war KW Kirche für heute. In 14 Tagen sind wir wieder da. 11. Oktober. Und wenn Sie, es geht ja Gott sei Dank so langsam wieder los, in Ihrer Kirchengemeinde die eine oder andere Veranstaltung kennen, die Sie hier uns empfehlen möchten, damit wir sie weitergeben an unsere Hörerinnen und Hörer, dann schicken Sie uns doch einfach eine Mail. Die Zugangsdaten dazu gibt's auf kwkirche.de. Außerdem gibt's uns natürlich auch bei Facebook, Twitter, Instagram und wie diese ganzen Medien heutzutage alle heißen. Bis dahin wünsche ich eine gesegnete Zeit. In 14 Tagen sind wir wieder da. Tschüss. Thank you.